Und Riley war fleißig. Er hat das Schildmodul installiert, das Decoy-System installiert und auch mit 5 Decoys geladen. Wir sind jetzt gerade mit Standardgeschwindigkeit auf dem Weg zur neuen Basis, um dann zu gucken, wie wir unten in dem Lost River da zurechtkommen. Wir müssen langsam runter, oder? Ich sehe keinen Boden mehr. Da sind Algen, okay. Kameramodus. Also wir sind jetzt genau vorne unter dem Ding. Das hilft ungemein bei genau solchen Sachen. Wir können trotzdem schon mal tiefer. Riley hat ebenfalls noch einen ganzen Batzen neue Energiezellen gebaut. Also 3 Stück, was schwierig genug war wegen der ganzen Säure und Kupfer. Kupfer ist wieder Mangelware. Das heißt, er sollte sich demnächst auch wieder auf den Weg machen, Kupferbrocken zu suchen und die dann zusammen mit der Motte nach Hause zu schleppen. Hatten wir nicht auch... Warte mal ganz kurz. Ganz raus. Hatten wir nicht auch ein Upgrade-Modul für den Cyclops, um Sachen ranzuhängen an den Cyclops? Cyclops. Nee. Seamoth Tether Module. Das war doch ganz am Anfang, also die Graph Trap, die bessere Graph Trap Item Collector. Ha. Ich bin das nur eingebildet? Graph Trap? Das Cyclops Steps Modul, ja. Für das nächste brauchen wir Kyanid, das haben wir nicht. Wir kommen übrigens auf 1300 Meter jetzt mit dem MK2-Modul. Seamoth, alles Seamoth. Prawn. Ne. Das Sonarsystem haben wir noch nicht. Fire Suppression haben wir noch nicht, Thermal Modul haben wir noch nicht, das braucht halt Schwefel, das braucht Kyanid, Efficiency Modul ist drin, Schild ist drin, das ist drin und das Repair Ding auch. Und das hier? Da, Item Collector Tether. Leashes an item collector under the Cyclops when running, allowing for automatic collection as the Cyclops move around. Wo bauen wir das denn jetzt? Ich glaube, wir haben nicht genug Magnetit dafür. Oh ja, das auch noch im Hinterkopf bewahren, dass wir damit rumspielen können. Oh, da nähert sich was. Ein Aal. Ja, nee, der sollte uns nichts tun. Das ist nicht das Loch, nee, das ist nur so eine kleine Kluft davor. Das können wir ignorieren, genauso wie dich da hinten. Auch wenn er infiziert ist, also aggressiver ist als die anderen. Achso, wenn wir gleich... Ja, jetzt einen Reaper treffen würde ich nicht so gerne. Ich meine, das wäre ein guter Test für das Schild und so, aber... Wenn wir gleich in Sicherheit sind, also unten nahe der neuen Basis, dann kann ich auch einen kleinen Rundgang machen. Auch wenn das jetzt nicht so super viel ist, was hier drin gebaut werden kann, aber ein paar Sachen sind da halt schon. So, runter. Das ist okay, das gehört so. Das Scheppern gehört so. Müssen irgendwelche von den Pilzen gewesen sein. Oh, ein Warper. Ja, ein Warper, der uns aus dem U-Boot rausbringt, wäre nicht so toll. Hier ist gut. Warte, wir müssen einmal genau andersrum rein, ne? Büchenträge ist sie ja, die Depth Seeker.
viel besser. Jetzt nicht die Basis zerscheppern. Das wäre echt toll. Gut. Motor aus. Weg. Ordentlich geparkt. So, wir haben eine Crafting Station, einen Container für Ausrüstung, eine Modification Station, was zum Heilen. Falls doch mal wieder ein Radiosignal reinkommt, haben wir auch ein Radiosignal. Wir haben hier drin noch nichts, aber es würde sich anbieten für noch mehr Lagerplatz. Wir haben unsere Motte unten reingeschnallt, auch wenn die halt nur bis 900 kommt. Das heißt, sie hilft uns nicht, wirklich was im See zu machen. Aber wir können es als Rettungskapsel nutzen. Wenn wir jetzt wirklich mit dem U-Boot in dem Lost River feststecken und keinen Strom mehr haben, können wir die Motte rein und damit abhauen. Hoffentlich. Da müssen wir eh noch ganz viel rumtesten. Ich habe zum Beispiel auch hier jetzt drei Power Cells, die ich ja schon erwähnt hatte. Ich nehme davon jetzt mal einen ins Inventar. Und wenn wir gleich im Lost River sind, dann beobachten wir die Energiezelle in unserem Inventar. Und wir beobachten die Energiezellen hier im Container innerhalb des U-Boots. Also ich denke, sie sollten eigentlich beide, also alle drei nicht entladen werden. Weder bei uns im Inventar noch da drin, aber müssen wir halt testen. Hier ist unser Decoy-Launcher, alles schön gefüllt. Wir haben volle Energiezellen. Hier sind die ganzen Module. Repair Bay, Depth Module 2, Efficiency, Shield Generator und das Decoy-Ding. Also wir haben auch ohne das Decoy-Modul einen Slot. Aber mit dem Decoy-Modul haben wir halt 5. Was definitiv praktisch ist. Ja, und in der Herstellung, Kyanid fehlt hier und Schwefel fehlt da. Das Sonar-Ding könnte man noch bauen, aber das war's. Unten ist eigentlich nur alles jetzt nach und nach mehr gefüllt worden mit Krams. Also was gerade alles so ansteht, wird hier reingeworfen. Zweiter Schlüssel hat sie auch noch gefunden. Wir haben immer noch keinen roten Schlüssel gecraftet, das steht auch noch an. Geschweige denn gelb oder orange, aber da haben wir noch kein Rezept für. Gut, ich denke, dann sind wir jetzt soweit vorbereitet. Plan ist es, erstmal nur mit der Nase reinzugehen und gucken, wie sich verhält. Und danach suchen wir hier drin. Erstmal durchkommen könnte tricky werden, weil es ja teilweise an manchen Ecken doch recht eng ist. Und dann haben wir hier eine Research Station. Da vielleicht raushopfen und ein bisschen rumgucken. Irgendwo hier im Eingangsbereich von dem Nordwestloch ist auch noch irgendwas Alienartiges. Und wir hatten noch eine dritte Sache. Ich nehme an, nicht hier in der Nähe. Ja, also die dritte Sache war aus dem Albtraum, ne? Mit dem radioaktiven verstrahlten Basending. Ja, genau das. Ja, also erstmal gucken, wie es im Strom läuft. Engine an. Gut, wir haben 99% Strom. Die Taschenlampen gefallen mir hier überhaupt nicht. Oje. Warte, mach die mal an und geht dann in den Kameramodus. Kann trotzdem nicht wirklich gut sehen. Okay, wir sind drin. 99%. Also es geht. Was ist mit 96%? Die in unserem Inventar verändert sich nicht. Also wie in der Motte. Und die hier werden entleert. Also es darf nicht im Inventar sein von dem Schiff. Es darf nicht direkt im Kontakt mit dem Schiff irgendwie sein. Keine Ahnung, wie wir das jetzt erklären. Aber es funktioniert halt, wenn wir es im Inventar haben. Gut. Das heißt, wir können jetzt schön weiter. Es ist doch einigermaßen räumig. Können schön weiter gehen. Wir müssen aufpassen, unterwegs war ja irgendwo noch ein Leviathan, ne? Da unten ist nur irgendein Manta-Rochen. Ja, ohne Licht ist es viel besser. Sona sagt nein. Oh. Sind auf 700 Meter. Der Eingang noch weiter runter. Das sollte unser Hauptziel sein. Dass wir da hingehen, da versuchen dann irgendwie Schwefel oder Iridium oder was auch immer darum liegt, in den tieferen Gebieten, dass wir das einsacken und damit dann tolle neue Sachen bauen können. Weil so nett es auch ist, mit dem U-Boot durch die Gegend zu tingeln,
In einem Prawn ist es... Da unten ist der Leviathan. Im Prawn ist es wesentlich angenehmer. Weil man halt nicht so einen riesen Bug hat, wo alles überall hängen bleiben kann und man kann nicht ordentlich gucken und sowas alles. Ich gehe mal langsamer. Dass der uns hoffentlich in Ruhe lässt. Wobei langsamer heißt auch länger Stromverbrauch, ne? Wir sind genau beim Entry. Irgendwo. Wo ist vorne? Da ist vorne. Wir wollen runter. Wir ignorieren den da hinten. Oh, warte, wir haben diesen Silent-Modus dafür. Genau, schleich dich ganz heimlich da runter. Oh, da ist Lava. Passt das? Ja. Ah, Warper. Extreme Temperature Detected. Kriegen wir durch Schaden? Ja, ne? External hull damage detected. Ja. Okay. Ja, ja, wir müssen erstmal raus aus der Hitze, danach können wir uns um das kümmern. 50% gleich. Raus. Du. Ich bin dabei. Mist. Brauchen mehr Feuerlöscher. Fire Extinguisher. Bin dran, ich bin dran. Dich. Bist du der Richtige? Mach dich weg. Dich dahin. 8. Sieht Feuer aus. Feuer scheint aus zu sein. Wir müssen... Oh, die Schäden, der Gott. Also wir müssen jetzt raus. Schäden reparieren. Was zur Hölle bist du? Welche Zecken sie an so Hülle rangebaut haben. Wir sind gleich schon wieder rein. Ja, also wir können leider nicht dahin, wo ich dachte, wir könnten ganz einfach Sachen kriegen. Jedenfalls nicht so wie gedacht. Und rein. Und wieder raus. Wir ignorieren den riesigen Leviathan da oben, das ist okay. Ich sehe jetzt aktuell keine Schäden mehr. Aber wir können hier drin das Schemata angucken. Wir werden auch durchgehend gerade ausgesaugt, was Strom angeht, ne? Muss ich auch dran denken. Wir haben hinten noch Schaden. 35% Strom. Was, wenn wir Strom ausschalten? Gucken wir mal, ob wir dann vielleicht weniger Stromabzug haben. Hi.
geh du mal ruhig runter, ist okay. Alles okay? Alles okay. Wir sind bei 26%, also 9. Engine Ausmacher verändert da gar nichts. Gut, dann würde ich ganz gerne zurück zur Base. Nachdem wir jetzt hier rumgetestet haben. Und alle Energiezellen wieder auffüllen. Und der nächste Trip wäre dann... Kannst ruhig einen Ticken schneller. Der nächste Trip wäre dann... Das, was eigentlich geplant war, auch geplant war. Diese ganzen Alien-Labore und dergleichen uns genau angucken. Uff, uff, uff. Ich denke mal, wenn Riley ausgestiegen wäre, also in diesem Eingang noch weiter unten, wenn er ausgestiegen wäre, hätte er auch deutlich Schaden bekommen, also wesentlich mehr als das Schiff. Das Schiff sollte mehr Hitze aushalten als er in seinem Anzug. Das heißt, wir bräuchten dafür erstmal irgendein Upgrade für den Cyclops. Dafür bräuchten wir Schwefel, das haben wir nicht. Oder den Anzug, der bessere Anzug, der soll ja auch hitzeresistent sein. Aber dafür brauchen wir das Abyssal. Ich habe einen sehr unangenehmen Verdacht, wo das Abyssal ist. Nämlich 2 Kilometer südöstlich im Void. Ja. Mit Silent Running und langsamster Energiestufe könnte man da vielleicht hinfahren und sich dann da umgucken. Das ist bestimmt nicht angenehm. Und man muss dann stundenlang warten, bis die Geister Leviathaner wieder abhauen und so weiter. Ähnlich wie bei dem Pod, also bei der Motte. Aber es klingt machbar. Wir haben übrigens noch 3%. Aber dafür haben wir die Energiezellen. 2%. Und wir sind raus. Ganz knapp. Ja, nee. Also das mit dem Gebiet im Südosten würde ich ganz gerne vermeiden, soweit es geht. Lass erstmal hier alles wieder aufladen, alles reparieren, alles checken. Und dann die Alien-Basen hier drin überprüfen. Klingt besser.